Willkommen zurück beim Tales of Vexillia und wir gehen einfach mal schnurstracks in Richtung Schrein. Da sollten ja angeblich noch Gegner lauern. Wie wir hier auch tatsächlich sehen. Oh ja, ich das hier. Oh, das ist ja. Oh, Knuffi-Puffi-Duffi. Oh, ich treffe die Gegner kaum, die sind zu klein. Okay, die haben keine Schwäche. Okay, schade. Das Gefühl, seit einer gewissen Zeit geht das Leveln wieder sehr viel langsamer als im Vergleich zu vorher. Ist das Ganze wesentlich langsamer. Also nicht, dass es mich wundern würde, aber es ist mir aufgefallen. Was ist das denn? Ein komisches Vieh mit einem Pilzkopf und einem Baseballschlägerschwanz? Flames come forth. Fireball! Windblade! Windblade! Oh, einen Schock zu wenig. Mila, farewell! Also wirklich, wehren tun die sich ja nicht. And finished. And finished. Okay. Let's move on. Eine Kiste. Öffnen. 15 Apfelgummis drin. Ne? Ich dachte. Ich warte nur darauf. Verrotteter Knochen. 4 Stück. Aha. Was zum Geier ist das? Wir können eigentlich mal eben gucken. Schwäche, Feuer, Resistenz. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Das ist die falsche Attacke. Egal. The name's Alvin. Don't you forget it. Ich wollte eine andere Attacke machen. Hab's nur gerade verschissen. Achtung. Könnt ihr das Telefon bitte außer aufhören zu stellen? Oh, wunderbar. Das hat auf mich gehört. Was ist hier? Irgendwas. Mag ich die gerade nicht. Okay, diese Schmetterlinge mag ich nicht. You have big hands. Interesting. No wonder you pack quite a punch. Thanks. Das Achtungssymbol ist ein seltenes Spezialsymbol und kennzeichnet eine Gruppe von Gegnern, die stärker sind als normal. Wenn du einen Kampf gegen einen Gegner mit einem Achtungssymbol gewinnst, erhältst du doppelt so viel Erfahrung und Gold wie sonst. Wenn du deinen Kampffertigkeiten vertraust, ist es ein Versuch wert. Deswegen habe ich auch gerade so aufs Fressbrett bekommen, ne? Well, we've certainly logged a good amount of real-world combat experience. Indeed. I feel that I fully understand the fundamentals. The trick seems to be viewing the blade as an extension of my body and swinging it intuitively. That's not one of the fundamentals. That's the final stage of mastery. Oh, is it? Well, I still get frightened every time I fight. You should use that fear to fuel your punches. I do. After all, it's either them or me. If you've taken that lesson to heart, then you're a true warrior in my book. Honestly, I don't know which one of you scares me more. Also, ich bin über alle Items, die wir bekommen, bin ich froh, weil ich finde dieses Ladenprinzip tatsächlich echt genial. Ich mag dieses Ladensystem. So, was dich betrifft. Oh, du hast mich gesehen. Okay.
was euch betrifft. Let the inferno engulf you. Flame ring, try fire. It's over. Das war natürlich ein bisschen zu. Windblade. Flame. Look out. Flare bomb. Let's end it. Okay. Nicht so wie es wollte. Achso, jetzt habe ich vergessen, den Serial-Ding zu machen. Ach, egal. Ja, ja, ich habe gerade. Ja, ja. Okay, Mila hat wieder ein Level-Up. Was ich immer noch frage, wieso Mila jetzt immer gerade erst den nächsten Kreis erreicht hat. Obwohl sie eigentlich Maxwell ist. Aber gut. Wir wollen das Ding haben, bitte. Arrivederci. Was hat sie denn? Sie hat... Achso, ne, KP wollte ich gar nicht nach... Da. Ja, Stärke, Int. Stärke, Int ist ja eigentlich dann hier. Stärke, Int. Und TP. Da haben wir... Erhält 1% pro... Int plus 18... Okay. Haben wir hier irgendwie irgendwelche neuen Sets? Nein, doch. Aber, achso. Aber die kann. Ja, okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben aber ein neues Art. Und das ist Arrivederci. Was ist denn Arrivederci? Ein Wirbelwind aus Klingen, der die Gegner dezimiert. Ja, ja. Und Schwall ist Wasser, ne? Oder lass frühzeitig eine Windklinge Windsense zu verwenden. Mhm. Ja, wir haben halt wirklich nur 4 Plätze. Das ist tatsächlich ein wenig... Also, ich muss mal ein bisschen was umlegen. Erstens, auf das kommt mal bitte die Windlanze. Die setze ich viel zu häufig ein, als dass ich die... So. Gut, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Jetzt habe ich mal Feuerball mal weggepackt. Da hinten hat, glaube ich, gerade was geglitzert. Ja, hat es. Machen wir gleich. Machen wir direkt. Da ist auch noch eine Kiste. Und da hinten ist auch noch mal Schmetterlinge. Die Frage ist, sind alle Schmetterlinge Achtung Gegner? Ich glaube mal nein. Ich glaube mal, dass nicht alle Schmetterlinge Achtung Gegner sind. Sind sie auch nicht. So, was habe ich jetzt für eine Art dazu bekommen? Ne, das ist der Kreis, oder? Den Kreis wollte ich gar nicht. Was wollte ich denn? Ich wollte auch die neue Attacke ausprobieren eigentlich. Scheiße. Wo habe ich die noch hingelegt? Ah, da ist die Gegnergruppe. Da ist ein... Oh shit, ein Achtung Gegner. Ne, da habe ich die hingelegt. Ja, danke. Müssen wir ganz kurz bitte... Wow! Und das ist Windschnitt. Alright. ja, okay. Ja, ich war gerade etwas verwirrt und überhaupt. Wir haben. Oh, wir haben volles Leben, okay. Dude. Wie sieht's aus? Du hast wieder Kugeln. Wohin wolltest du noch gleich? Stärke, Vitalität, Beweglichkeit. Wo ist denn Beweglichkeit? Beweglichkeit ist hier. Vitalität ist da hinten. Richtig, wir machen mal hier. Wir ziehen mal hier durch. Was bringt denn das hier? Ich weiß es nicht. Ah, Z. Oh, Z klingt doch gut. Das sieht doch ganz nett aus. Wir gehen einfach mal hier komplett durch.
Ja, wir gehen hier komplett durch. Ja. Dauert noch ein paar Level, aber kriegen wir hin. Oh, ich wollte gerade sagen, warum ist es hier so dunkel, aber... Ich habe ein wenig... Ich habe super wenig Orangengummis. Kann es sein, dass irgendwer von euch die ganze Zeit Orangengummis schluckt? Wer von euch Säcken schluckt die ganze Zeit Orangengummis? Das ist nicht gut. Egal. Das ist die Quest. Okay, okay. Here's through. I'll cover you. Twinland, how unfortunate. Oh. No. I'll cover you. Let the inferno engulf Demon you. Fist. Flame ring. Oh. Demon fist. Demon fist. All right. Nice job. Demon fist. Farewell. Who's next? The likes of you will not stop me. Okay, das waren die Questgegner, glaube ich. Behaupte ich zumindest. Ja, Ereignisliste aktualisiert. Damit hätten wir diese Quest auch schon geklärt. Sehr schön. Und wir können weitergehen. Theoretisch können wir auch zurück ins Dorf gehen. Aber wir können auch erstmal einfach weitergehen. Kommen mit Sicherheit sowieso nochmal zurück ins Dorf. Garrett! Da glitzert was. Mila möchte alles haben, was glitzert und glänzt. Mysteriöse Flüssigkeit, Besitz 6. Also ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass die... Also okay, Apfelgummis können die gerne so viel benutzen, okay, wie sie wollen. I have your back. Now, was zum... Hallo! Können wir mal bitte über alles reden? Okay. Oh, das war die falsche Taste. Let the inferno in- I'll cover you. I have your back. I have your back. Farewell. Farewell. Das hat alles nicht funktioniert, was ich gerade versucht habe, aber... Interesting. You have big hands. Ja, der Kampf war gerade irgendwie schlecht. Egal. Glitzert hier noch irgendwo was? Ich war da hinten noch so gar nicht, oder? Doch, klar. Ich höre da gerade etwas. I'm quite sorry. Ja. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, das rauszuschneiden. Ich war gerade gut 30 Sekunden nicht anwesend. Es tut mir unglaublich leid, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, aber ich sollte es rausgeschnitten haben. Ich hoffe es sehr. Ist das jetzt der richtige Weg oder ist das jetzt nicht der richtige Weg? Wo bin ich denn jetzt hier? Geht ja geradeaus der Weg, der müsste richtig sein. Da, das müsste der richtige Weg. Ist schon wieder so ein Warnung, Vieh. Bam! Ich hasse diese Viecher. Ich kann keine Attacke durchziehen. Shimmer Spin! Tiger Blade! Not you! You did it! Let the inferno engulf you! Tiger Blade! Verdammt. Das einzige Problem mit dem Flame Ring ist natürlich, dass die Range sehr begrenzt ist. Insektenhülse. Wir gehen ins nächste Gebiet. Da ist auch noch ein Händler. Cool. Ich befürchte, dass wir gerade relativ... Oh, okay, wir sind doch nicht so tot, wie ich dachte. Ich hasse diese verdammten Schritte. Ja, Serien schauen schon wieder verkackt. Ja, ja, ich weiß. Ich verkack die generell. Ich vergesse das. Sobald die kommt, denke ich daran. Aber dann ist es ja auch schon zu spät.
100 Gold. Nehme ich gerne an mich. Da ist schon wieder einer mit diesem Staub über dem Kopf. Und ich immer noch nicht weiß, was das ist. Ich glaube, irgendwer hatte mal was dazu geschrieben, aber das habe ich nicht verstanden, wenn ich mich nicht täusche. Oder hat das doch nicht jemand geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist mir jetzt gerade immer noch nicht bewusst. So. Is fighting the only answer? Ja. Das müsste dir langsam klar sein, Jude. Und ich befürchte, wenn ich noch 20 Stunden Spielzeit habe, wirst du das immer noch fragen. Okay. It's over. Farewell. Let's end it. Okay. Final deal. Serienchance? Keine Serienchance? Okay. Okay, keine Serienchance. Oh, ich hab gar keinen Mana mehr. Farewell. Who's next? You did it. Onward. Was schön ist, jetzt gleich können wir. Ah, da hat er sein Level up. Wunderschön. Okay, wohin wolltest du noch gleich? Stärke, irgendwas? Ich weiß es nicht. Nein, nein, schon richtig. Ja, was willst du denn? Wirklichkeit ist Stärke. Okay, wir machen mal dann den Stärkepfad hier voll. Aha, dann kriegen wir auch nämlich das nächste, wieder den nächsten Kranz. Nur Miller ist irgendwie, die will das Ding nicht haben. Diese drei Kugeln da oben links, ich glaube, die bedeuten, wann man das nächste bekommt. Aber ich habe mir noch nicht ganz verstanden, welche Kugeln man dafür haben muss. Egal. Okay. Immunität. Braucht 5. Okay. TP gewinnen. KP gewinnen. Geist, Ausdauer, Erdschutz. Hm. Ach, das braucht er gerade nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Okay. Oh, wir sind direkt vor einem Sack stehen geblieben. Nein. Ah, Nudeln. Müssen hier nicht irgendwo Gegner sein? Okay. Oh. It's over. Please, ich habe eigentlich Serienchance gedrückt. Alright. Nice job. Ah, ich habe keinen Mana. Vielleicht liegt Sachen. Interesting. No wonder you have quite a. Ja, ja. Also dieser Handfetisch von Mila, das ist schon. Ist schon auf dem Next Level hier. Ist ein bisschen gruselig. Absolut kein Mana. So. Gewonnener Titel Witzbold. Wieso auch immer. Ich weiß nicht, wo ich gerade witzig gewesen wäre. Oder was das, wofür man diesen Titel bekommt. Ich weiß aber auch nicht, was diese Titel bringen, um ehrlich zu sein. Wir haben 46 Rabenschützer Federn. Wo kann man die einsetzen? Also ich meine, als was gelten die? Ich muss das nochmal nachgucken. Können wir gleich machen, da oben ist ja ein Händler. Okay, it's over.
Wer von euch setzt die Tränke ein? Einer von euch beiden muss die Tränke einsetzen. Ich weiß nicht, wer. Aber ich weiß, dass es einer von euch ist. Ferno braucht so viel Mana. Okay, so viel hab ich natürlich gar nicht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wo das Problem mit Mila liegt und ihrem Mana gerade. Ich brauche einfach grundsätzlich mehr TP. Noch mehr Rabenschwarze Federn. Ja, komm, gib mir doch mehr, bitte. Ich hasse diese Gegner. Oh, was, die geben mir Mana, wenn ich das blocke? Oh, ich krieg für Blocken. Okay. Das wusste ich gar nicht. No wonder you pack quite a punch. I, thanks. Mila, ohne Scheiß. Für dieser Fetischismus ist nicht gut. Okay. Okay. Dann gehen wir zu unserem Händler, da blitzt wieder was. Was, wieso hast du dich jetzt um... Warum hast du dich gerade gedreht? Das Problem ist natürlich, kann ich das machen? Ich komme nicht dazu, dieses Inferno zu machen. Das dauert lange. Der Punkt ist, ich muss es ja quasi in den Gegnern machen. Weil ansonsten... Hm. Okay. Wo wollte ich gerade? Irgendwas blinkte irgendwo. Wildvogelei. Gib mir mal den netten reisenden Händler da. Ich glaube, diese Strecke, eine Strecke sind wir noch gar nicht abgegangen, aber wir gehen mal ganz kurz. Waffen. Ach, Rüstungsladen, ja. Gerade eben Rüstungsladen. Was haben wir denn da? Immerhin 16. Donnerfaust. Und Rabotte. Scheiße. Oh. Was zum Geier ist das? Können den Waffenladen mit dem Ding... Wow. Wir geben mal eins von diesen seltsamen Fragmenten noch ab. Zweifachschneider. Okay, was ist die Zweifachschneider? Keine Ahnung. Objektladen. Achso, Objektladen. Hm. Haben wir Fischi? Diese Federn sind hier gar nicht drin. Die rabenschwarzen Federn sind hier nicht drin. Warum nicht? Warum sind die rabenschwarzen Federn hier nicht drin? Das möchte ich gerne erklärt haben. Das möchte ich hier. Warum sind diese rabenschwarzen Federn hier nicht drin? Was ist das? Wir bekommen die ganze Zeit rabenschwarze Federn, aber ich weiß nicht, was das ist. Wir haben übrigens eine neue Klinge, die zweifach. Ach, das ist das Schwert, was ich haben will. Das Schwert für Mila. Wir können natürlich warten, bis wir Bonus, beziehungsweise Rabatte darauf kriegen, aber fuck it. Mila hat's schon, okay, hat's ausgerüstet, perfekt. Sehr schön.
Aber ja, ich habe halt immer noch eigentlich die Frage, was sind diese rabenschwarzen Federn? Aha, das sind Quest-Wertsachen, Quest-Items. Okay. Aha. Okay. Wir machen einen kurzen Cut.